Ja, nach Jodeln ist in Berlins Justiz wahrscheinlich niemandem zumute. Die ist am Limit. Im RBB schauen wir in dieser Woche insbesondere auf die Strafjustiz. Und da haben Sie schon gesehen, dass es an Richtern und Staatsanwälten mangelt. Und auch wie löchrig unsere Gefängnisse sind, haben wir Ihnen schon gezeigt. Heute mal am Bereich, da hat sich in der Tat mal was verbessert. Die Sicherungsverwahrung. Früher wurden die Betroffenen weggesperrt wie ganz normale Verbrecher. Mittlerweile wurden die Bedingungen, auch auf Druck des Bundesverfassungsgerichts, deutlich verbessert. Zum ersten Mal konnten wir die neue Unterbringung in der JVA Tegel mit Kamera besuchen. Justizvollzugsanstalt Tegel, gleich neben herkömmlichen Gefängnisblocks, auf extra umzäuntem Gelände die Sicherungsverwahrung. Statt Gittern Panzerglas und stählerne Designfenster, weil's entspannter wirken soll. Im Hof ein Grill und eine extra Sportanlage für Männer, die laut Gutachten zu den gefährlichsten Berlins zählen. Weil sie aber ihre Strafen längst abgesessen haben, muss sich die Unterbringung von Knast unterscheiden, entschied das Verfassungsgericht. In der hauseigenen Werkstatt repariert ein verwahrter Fahrräder. Er nennt sich Samson. Nach einem Leben voller schwerer Straftaten auf einmal so etwas wie Stolz. Nicht nur, weil du beschäftigt bist, sondern weil du was lernst, was dir selber Spaß macht. Du kommst gar nicht mehr in diesen Bereich rein, wo du dann sagst, du hast pure Langeweile, was machst du? Blödsinn. Ist nicht. Du hast hier einen Job, du weißt, du trägst für deine Arbeit auch eine gewisse Verantwortung. Was ich hier lerne, ist für mich, ich mache endlich mal nur was für mich. Nebenan die Korbflechterei. Auch beispielsweise ehemalige Mörder haben Recht auf Betreuung und Behandlung. Mit dem Ziel, eines Tages zu einem straffreien Leben fähig zu sein. Ein Fitnessraum, der so manchen Schulleiter neidisch machen dürfte und so manchen Stammtisch wütend. Dennoch kein Luxus, sondern letztendlich im Dienste der Sicherheit der Bevölkerung, wie auch das Musikzimmer. Hier findet einmal in der Woche ein Angebot statt, das durch einen Musiktherapeuten geleitet wird. Der normale Bürger hat davon, dass hier Fertigkeiten wieder erlernt werden, die Freizeit zu verbringen und eben nicht im Park zu sitzen und Alkohol zu trinken möglicherweise oder auf andere Ideen zu kommen, dass eben der Tag sinnvoll auch genutzt werden kann. Das soll hier gelernt werden. Zweimal in der Woche zudem die Möglichkeit, am Computer zu lernen. Allerdings haben wir hier keinen Internetanschluss. Das haben wir deswegen nicht umgesetzt, da doch die Missbrauchsgefahr bei der Art der Straftaten hier doch nicht ganz fernliegend ist. Statt von Zellen oder sogenannten Hafträumen wie im Knast, spricht man hier von Gemeinschaftsräumen und Zimmern. Der Mann mit Spitznamen Bär ist seit 28 Jahren eingesperrt, seit 8 Jahren in Sicherungsverwahrung. Um Anschluss an das Leben draußen zu finden, muss er eigentlich regelmäßig, wie es heißt, ausgeführt werden. Was wegen der Personalnot im Vollzug aber zu oft nicht passiere, so klagt er. Die Resozialisierung bleibt auf der Strecke, weil ich dann nicht rausgehen kann, um meine Sachen so zu regeln, damit das Gericht dann auch sagen kann, okay, wir sehen, er hat sich bemüht, er hat sich versucht einzugliedern, er hat versucht, seine Resozialisierung selber auch in einen Angriff zu nehmen. Das funktioniert ja nicht, wenn ich hierbleiben muss und sich dann nichts tut und die sagen, ja, was sollen wir machen, kein Personal. Wir fühlen uns wie im Knast, weil wir auch so behandelt werden. Wenn Alarm ist in der Anstalt, dann wird bei uns mit Alarm ausgelöst. Wir haben Personalmangel, die Beamten werden abgezogen. Und eine Therapie dauert draußen 12 bis 18 Monate, hier drinnen dauert es fast 3 bis 5 Jahre. Sicherungsverwahrung, täglicher Spagat zwischen Menschenrechten von Gefangenen, die ihre Strafe abgesessen haben, und der Sicherheit der Bevölkerung.